Ja, und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einem weiteren Tutorial hier auf Cloud RP. Heute geht es um den Trucker-Job, aber bevor wir ins Detail gehen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Promocode verwenden würdet. Kleines K, großes F, großes J, kleines I, kleines W, großes P. Dann erhaltet ihr als Anfänger einen kleinen Bonus oder generell, wenn ihr den eingibt. Wichtig dabei, wenn ihr den aus der Videobeschreibung unten nehmt, dass kein Leerzeichen davor ist oder dahinter ist. Und dann, wie gesagt, bekommt ihr einen kleinen Bonus. Ebenfalls, falls ihr euch hier auf diesem Server registrieren wollt, unten in der Videobeschreibung einen Link. Würde ich mich freuen, wenn ihr beides nutzen würdet. Ja, und heute geht's, wie gesagt, um den Trucker-Job, den wir eine Stunde machen werden. Der Trucker-Job befindet sich hier unten am Pier, nee, am Pier nicht, am Hafen. Und ihr braucht Visumstufe 5. Das könnt ihr sehen, wenn ihr Charaktermenü, also M-Charaktermenü, und dann seht ihr hier eure Visumstufe oder hier unten muss eine 5 dastehen und dann könnt ihr diesen Job machen und ihr braucht den Führerschein Klasse C, kostet 3000 Dollar. Könnt ihr hier unten am Führerschein Point euch kaufen, müsst keine Fahrprüfung erledigen und dann habt ihr alles zusammen für diesen Job. Ich erhoffe mir relativ viel von diesem Job, weil das der Job ist mit der höchsten Visumstufe, also einen höherklassigen Job, glaube ich, gibt es nicht. Falls ich Mist erzähle, gerne in die Kommentare schreiben. So, wir müssen noch 100 Dollar für den LKW bezahlen. Quatsch, 500 Dollar, Entschuldigung, für den LKW bezahlen. Und dann können wir loslegen. Wir müssen zu einem der roten Points fahren. Logischerweise, ja, hier oben. Davon gibt es auch mehrere Stufen. Moment. Sechs Level gibt's und mit jedem Level bekommt man mehr Geld. Und wie viel müssen wir schaffen? Moment, halten wir noch mal kurz an. Im Charaktermenü und Berufsfähigkeit und Trucker ist hier unten. 25 Fahrten müssen wir erledigen. Wird, denke ich mal, schwierig. Wir bekommen unser Gehalt dann auch nicht mit jeder vollen Stunde, sondern mit jedem Auftrag. Wir haben aktuell 9000 Dollar. Ich fahre jetzt erstmal hoch bis Palito, hol die Fracht ab und dann müssen wir die Fracht noch abliefern. Ja, sehen wir uns erstmal oben. Achso, ja, bis 16:53 werde ich jetzt diesen Job machen. Wie immer, eine ganze Stunde zählt natürlich ab unten, ab Fahrzeugmiete. Was ich euch vielleicht empfehlen kann, wenn ihr so ein bisschen zügig unterwegs seid, falls ihr ein Auto rammt oder ähnliches, dass ihr ein Reparaturkit mitnehmt. Mal sehen, ich hoffe, dass der Tank eine Stunde reicht. Sonst müssen wir uns dann neuen LKW mieten. Ich denke mal, 5 Minuten müssen wir dann zwischendurch warten. Und dann können wir einen neuen mieten. Aber wie gesagt, mal gucken. Erstmal ein bisschen Gurken. Wir fahren hoch. 9 Kilometer sind noch auf der Uhr. Bis gleich. So, da sind wir auch. 155 fährt die Kiste übrigens. Und relativ beliebt der Job. So, jetzt gucken wir mal. Also, wir haben drei Aufträge. 9000 Kilometer für 3,6. 3,8 oder 3,8 für 1900 Dollar. Da müssten wir einmal bis runter gurken oder wir gurken bloß bis hierhin. Ich nehme mal die Mitte. Scheiße, wir hätten ja den anderen noch angucken können. Gut, es sind aber nur 6 Kilometer in dem Fall. Mist. Gut, also das heißt, wir kriegen jetzt 1900 Dollar. Ich muss mir jetzt mal den Preis kurz merken bzw. aufschreiben, den ich gerade Cash auf der Kralle habe. 90,34. Ja, dann fahre ich noch mal kurz runter, dass ich euch das auch noch mal kurz zeige.
So, da sehen wir schon den roten Punkt. Muss bloß aufpassen, dass ich hier nicht in die Dinger reinknalle. Weil dann sind wir tot. Achso, das war's schon. Einfach bloß reinfahren und gut ist. Ich gucke jetzt nochmal, ich fahre nochmal zu demselben Spot hin. Ich gucke mir dann aber auch mal die anderen Spots an, ob es da jetzt Unterschiede gibt von den Beladungsstellen. Ob wir da mehr kriegen, weniger kriegen, gleich viel kriegen. Aber ich gucke erstmal den Spot an, den wir uns vorhin zuerst ausgesucht haben. Und dann sehen wir uns ja gleich nochmal wieder. So, gucken wir nochmal. Okay, jetzt ist nur noch ein Spot hier. Okay. Das heißt, dass die einzelnen Punkte unterschiedliche Anzahlen von Gütern sind. Okay, hier ist wieder Hafen. Also das wird wahrscheinlich gleich sein. Okay, ist auch übrigens ein Parkplatz. War noch gar nicht angezeigt. Gucken wir mal hier. Hochhafen. Da müssten wir jetzt aber aufpassen. So, gucken wir hier nochmal. Auch Hafen, also alles plus Hafen. Anscheinend ist es gleich. Ich würde das aber dann vielleicht mal nach dem Video nochmal mir ein bisschen angucken und dann, wenn ich schneide, dann nochmal ein Statement dazu abgeben. Ja, ich denke mal, ihr wisst erstmal Bescheid. Ich mache jetzt ein paar Minuten länger bis 16:55, weil das jetzt nochmal ein bisschen Zeit gekostet hat. Und dann sehen wir uns ja in paar Minuten, sag ich schon. 16:55. Bis gleich, Leute. So, Leute, die Stunde ist fast rum. Eine weitere Tour schaffe ich nicht. Es ist 48. Der Weg ist doch immer zu weit und ich musste wirklich immer von Hafen bis hoch nach Palito fahren. Ich glaube, die ersten zwei, die wir gesehen haben, waren wirklich für Unternehmen, die bereits jemanden gehören und die halt Ware brauchten. Und wir gucken mal, wir haben jetzt 25.372, gestartet sind wir mit 9.034, das bedeutet 16.338 Dollar haben wir gemacht, bereits abgezogen war die Miete vom LKW. Kann vielleicht sein, dass wir 2.000 Euro mehr machen, also 17.000 oder 18.000, wenn ich gleich unten den Hafen genommen hätte. Und wir haben 5 Touren geschafft. Ja, ist eigentlich ganz in Ordnung. Natürlich 5 Stunden insgesamt, um ein Level up zu haben. Mal sehen, was uns, wie viel wir dann bekommen für eine Tour. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Der bestverdienste Job im Moment. Wobei der Bus Level 2 halt auch gut war. Aber ich stelle den jetzt mal oben auf Platz 1, weil wir ja eine Tour gemacht haben, die erste mit einer geringeren Entfernung und weil ja jetzt noch ein bisschen Zeit ist. Ne? Also das auf jeden Fall Platz 1, der beste Job. Und wir sehen, wir haben noch 45 Liter drinne. Also reicht so ungefähr für 1,5 Stunden. Mal sehen, wenn ich jetzt beende. Zack, ist der LKW auch gleich weg, dass wir einen neuen mieten können. Nicht wie beim Transportjob, dass wir und Datena abonniert, sehe ich gerade. Vielen Dank, Juschkoke, für dein Abo. Falls du das siehst, was wollte ich sagen? Also ihr könnt dann, wenn der Tank leer ist, einfach wieder einen neuen LKW nehmen. Müsst nicht 5 Minuten warten wie beim Transportjob, beim Automechanikerjob, genau. Und ja, das soll's gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns dann mit der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis dahin und ciao, ciao.